Ich befinde mich hier auf einem Grundstück, auf dem ein neues Wohnhaus entstehen soll. Festzustellen, was für Baugrund hier vorhanden ist, wurden Baugrunduntersuchungen durchgeführt. Diese Kernkiste hier enthält Bodenproben aus der Tiefe zwischen 4 und 7 Meter, die aus einer Bohrung gewonnen wurden. In diesem Lehrvideo zeigen wir Ihnen einfache Techniken, die es erlauben, feinkörnige Böden zu benennen. Denn während die Körner grobkörniger Böden mit bloßem Auge sichtbar und damit benennbar sind, ist dies bei feinkörnigen Böden nicht mehr möglich. Wir zeigen Ihnen in den folgenden Videosequenzen einige einfache manuelle oder visuelle Techniken nach DIN EN ISO 14688-1 zur Unterscheidung von Schluffen und Tonen, die man direkt im Feld anwenden kann. Um die Versuche durchzuführen, werden zunächst Grobkornpartikel händisch aus der Probe entfernt. Danach wird die Bodenprobe zu einer Kugel mit dem Durchmesser von etwa 25 mm geknetet. Die Konsistenz sollte ähnlich der von Spachtelmasse sein. Für einzelne Versuche muss der Wassergehalt aber gegebenenfalls erhöht oder reduziert werden. Nun sehen Sie den Knetversuch, der die Plastizität und Zähigkeit des Bodens untersucht. Die Probe wird hierzu in eine längliche Form gebracht und gerollt und gefaltet. Dies wird so lange wiederholt, bis sie eine Dicke von etwa 3 mm erreicht. Abhängig vom Verhalten der Probe bei diesem Ausrollen kann die Plastizität des Bodens wie folgt beschrieben werden. Nicht plastisch ist ein Boden, der sich nicht zu 3 mm dicken Walzen ausrollen lässt. Als gering plastisch wird ein Boden angesprochen, der kaum ausgerollt werden kann. Wenn der Boden leicht bis zum Erreichen der Ausrollgrenze gerollt, dann aber nicht mehr erneut ausgerollt werden kann, spricht man von mittelplastischen Böden. Hochplastisch ist ein Boden, den man sehr lange rollt, bevor die Ausrollgrenze erreicht wird und der nach Erreichen der Ausrollgrenze mehrmals erneut ausgerollt werden kann. Während Schluffer eine geringe Plastizität besitzen, weist eine hohe Plastizität auf einen Ton hin. Auch der benötigte Druck zum Rollen der Walzen sowie die Zugfestigkeit dieser Walzen sagen etwas über den Schluff- bzw. Tongehalt der Probe aus. So kann Schluff nur geringe Druck- und Zugkräfte aufnehmen und beginnt schnell zu bröckeln, er zeigt eine geringe Zähigkeit. Ton hingegen besitzt eine deutlich höhere Druck- und Zugfestigkeit und zeigt damit eine hohe Zähigkeit. In der folgenden Videosequenz wird der Versuch zur Bestimmung der Trockenfestigkeit gezeigt. Die Trockenfestigkeit kann anhand des Widerstands der getrockneten Probe gegen Zerbröckeln und Pulverisieren durch die Finger eingeschätzt werden. Hierzu werden mehrere Kugeln mit einem Durchmesser von 12 mm geformt und durch Luft, Sonne oder im Ofen getrocknet. Die getrockneten Kugeln werden dann zwischen den Fingern zerdrückt. Die Trockenfestigkeit wird mit folgenden Begriffen beschrieben: Keine, niedrig, mittel, hoch oder sehr hoch. Es ist keine Trockenfestigkeit vorhanden, wenn der getrocknete Boden ohne oder bei der geringsten Berührung in Einzelkörner zerfällt. Bei diesem Ergebnis kann man auf einen Grobschluff schließen. Von einer niedrigen Trockenfestigkeit spricht man, wenn der Boden bei leichtem oder mäßigem Fingerdruck zerfällt. Schluffe, gegebenenfalls mit geringem Feinsandanteil, haben eine niedrige Trockenfestigkeit. Wenn der Boden erst bei Anwendung eines erheblichen Fingerdrucks zerbricht und dabei einzelne noch zusammenhängende Bruchstücke entstehen, hat er eine mittlere Trockenfestigkeit. Dies lässt auf ein Schluff-Ton-Gemisch schließen. Der Boden besitzt eine mindestens hohe Trockenfestigkeit, wenn der getrocknete Boden nicht mehr durch Fingerdruck zerstört werden kann. Er lässt sich lediglich zwischen den Fingern zerbrechen. Hier kann man auf einen Ton schließen. Da Calciumcarbonat im Boden zu einer hohen Trockenfestigkeit führt, sollte bei einer hohen Trockenfestigkeit mit verdünnter Salzsäure überprüft werden, ob Calciumcarbonat in der Probe vorhanden ist oder nicht. Das Aufbrausen als Reaktion des Bodens mit der Salzsäure, das Sie hier im Video sehen, deutet auf das Vorhandensein von Calciumcarbonat hin. Eine niedrige Trockenfestigkeit ist also ein Hinweis auf Schluff, während eine hohe Trockenfestigkeit
die nicht auf das Vorhandensein von Calciumcarbonat in der Probe zurückzuführen ist, für einen Ton spricht. Schauen wir uns nun den Schneideversuch an. Im Schneideversuch wird die erdfeuchte Probe mit einem Messer durchgeschnitten. Wenn eine glänzende Schnittfläche entsteht, weist dies auf einen Ton hin. Eine stumpfe Schnittfläche lässt auf einen Schluff bzw. tonig-sandigen Schluff schließen. Man erkennt im direkten Vergleich gut den Unterschied der beiden Schnittflächen. Kommen wir nun zum Reibeversuch. Im Reibeversuch wird der Anteil an Sand, Schluff und Ton abgeschätzt. Hierzu wird die Bodenprobe zwischen den Fingern oder auf der Handfläche gerieben, gegebenenfalls unter Zugabe von Wasser. Wenn sich der Boden seifig anfühlt und an den Fingern kleben bleibt, handelt es sich um einen Ton. Diesen kann man oft nur mit Wasser oder einer Bürste von den Händen abwaschen, so sehr kleben die feinsten Partikel an der Haut. Wenn sich der Boden weich und mehlig anfühlt, handelt es sich meist um einen Schluff. Dieser lässt sich durch Pusten oder durch das Aneinanderklatschen der Handflächen ohne Schwierigkeiten entfernen. Wenn sich der Boden rau und kratzig anfühlt und die Probe knirscht, enthält die Probe Sandkorn und/oder Grobschluff. Sandkorn ist mit bloßem Auge sichtbar, Grobschluff im Gegensatz dazu nicht. Nun zeigen wir Ihnen das unterschiedliche Verhalten von Schluff und Ton im Wasser und an der Luft. Eine aus dem Boden geformte Kugel wird in einem Eimer oder einer Wanne mit sauberem Wasser platziert. Falls sich die Kugel innerhalb von wenigen Minuten auflöst, handelt es sich um einen Schluff. Im Gegensatz dazu bleibt ein Ton für einen längeren Zeitraum unverändert. Um das Verhalten an der Luft zu prüfen, wird der feuchte Boden auf einer glatten Oberfläche verschmiert. Hier trocknet der Schluff schneller als der Ton. Nachdem der Boden getrocknet ist, zeichnet sich ein Schluff dadurch aus, dass er leicht abgebürstet werden kann und zur Staubbildung neigt. Im Gegensatz dazu verklebt der Ton beim Abbürsten oder bildet Flocken. Um schneller zu einem Ergebnis zu kommen, kann der Boden auch auf dem Handrücken verschmiert und getrocknet werden. Sie haben in diesem Lehrfilm jetzt einige einfache Handversuche kennengelernt, mit denen die Benennung feinkörniger Böden möglich ist. Sollte die Zuordnung nicht ganz einfach sein, kann der Boden auch als toniger Schluff oder schluffiger Ton beschrieben werden. Oder man kann später im Labor Laborversuche durchführen, das Ergebnis verifizieren und verfeinern.